Auf Abenteuerreise bringt uns heute vor die Küste Afrikas, auf Sansibar und nach Kap Verde. Dort erklingen tolle Big Bands. Die Archipele Sansibar und Kap Verde versprühen die gleiche Energie und teilen die gleiche Lust, mit Musik Leute zusammenzubringen. Auf diesen Inseln geben die Frauen den Rhythmus vor. Das beweisen uns jetzt diese coolen Musikerinnen im Atlantik. Einst klirrten in den Gassen von Ciudad Velha die Ketten der Sklaven. Heute erklingen Batuku-Rhythmen zu Ehren der Vorfahren. Ich bin stolz darauf, Batuku zu spielen, denn er vereint uns wie Schwestern in Kultur und Musik. Der Batuku kommt tief aus unserem Inneren. In dieser Gruppe spüren wir unser Erbe. Batuku hat historisches Gewicht, er hat Kraft und Macht. Und er ist die Wiege unserer Kultur, der Kultur von Cidade Velha. Der Batuku wurde von den afrikanischen Sklaven erfunden und hat kreolische Einflüsse. Es ist einer der ältesten Musikstile von Kap Verde. Seine Rhythmen aus Perkussion und Gesang befreien Körper und Geist. Auf der Insel Santiago begleitet diese Kunst die kapverdischen Frauen seit 500 Jahren. Sie hüten und bewahren dieses kulturelle Erbe, setzen sich über Verbote hinweg und machen Batuku zu einem Symbol des Widerstandes. Mitte des 15. Jahrhunderts entdecken die Portugiesen vor Senegal eine unbewohnte Inselgruppe. Sie nennen sie Cabo Verde, grünes Kap. In einem fruchtbaren Tal im Süden von Santiago gründen sie die erste Stadt. Ribeira Grande, das später Cidade Velha genannt wird, liegt strategisch günstig am Atlantik und dient den Portugiesen bei ihren Entdeckungsreisen als Zwischenstopp. Mit ihren kalkgefärbten Häusern ist die Rua de Banana die erste Straße in Westafrika nach europäischem Vorbild. Cidade Velha ist ein mythischer Ort. Jeder Stein dieser Gasse erzählt eine Geschichte. Diese kleinen, traditionellen Gassen waren Geschäftsstraßen. Aber hier wohnten auch die Kaufleute und die Großgrundbesitzer. Cidade Velha, die erste Hauptstadt des Archipels, errichtet imposante Verteidigungsbauten und wird zu einem bedeutenden religiösen Zentrum. Ende des 15. Jahrhunderts wird die Stadt zu einem Umschlagplatz für den portugiesischen Sklavenhandel, an dem sich die Kirche aktiv beteiligt. Wenn man einen Sklaven tauft, steigt der Preis. Getaufte Sklaven waren teurer als ungetaufte. Es gab die Ladinos und die Bussais. Bussais bedeutet roh, also noch nicht getauft. Um 1530 halten sich in der Stadt über 50.000 Sklaven auf, aber nur 10.000 Kolonisten. Die Sklaven aus Westafrika werden hier verkauft und nach Amerika verschifft. Der Handel findet am Hafen statt, wo heute noch ein Pranger als Symbol dieser tragischen Epoche steht. Die Sklaven kamen vom Hafen hierher und wurden dann verkauft.
Und wie im Mittelalter in Europa wurde der Marktplatz auch dafür genutzt, bestimmte Probleme zu regeln. Sklaven, die aufbegehrten, wurden an diesen Pranger gebunden und geschlagen. Einige der Gefangenen haben ihre Trommeln dabei. Heilige Objekte, die traditionell den Männern vorbehalten sind. Als die Portugiesen bemerkten, dass die Afrikaner mit ihren Trommeln kommunizieren, konfiszierten sie die Instrumente. Wer Trommel spielte, dem wurde die Hand abgeschlagen. Dann haben die Frauen die Tradition übernommen, trommelnd zu kommunizieren. Sie haben ihren Körper als Trommel benutzt. Und daraus ist der Batuku entstanden. Batuku wird nur außer Sichtweite der Sklavenhalter praktiziert. Die Frauen trommeln die Rhythmen auf Brustkorb und Schenkeln. Sie variieren sie und drücken damit ihre Gefühle aus. So wird der Batuku zu einem Grundstein der kreolischen Identität. Tarrafal im Norden der Insel ist für seine Strände und das klare Wasser bekannt. Auf dem bunten Markt sind die afrikanischen Wurzeln der Bewohner gut zu erkennen. Die kapverdischen Frauen sind die Familienoberhäupter. Sie tragen Tücher um die Hüften und auf dem Kopf und stehen mit beiden Beinen fest im Leben. Sie arbeiten und kämpfen jeden Tag für ihre Familien. Im Laufe der 300 Jahre andauernden Sklaverei bricht der Batuku aus der Heimlichkeit aus und wird zum Ausdrucksmittel einer gemeinsamen Identität. Der Alltag ist von Schmerz und Entbehrungen geprägt. So erfinden die Frauen ein Instrument, das den Trommelklang nachbilden kann, und machen es zu ihrer Waffe. Wir hatten damals nichts anderes. Die Frauen haben damals nicht ihre Stimme genutzt, um auszusprechen, was sie fühlten. Stattdessen haben sie alte Tücher in Beutel gestopft und daraus die sogenannte Chabeta geformt. Die klemmten sie sich zwischen die Beine und trommelten sich das Leid von der Seele. Batuku wurde auf Hochzeiten gespielt, aber auch am Hafen, wenn die Frauen auf die Rückkehr der Fischer warteten. Die gemeinsame Tradition schweißt die kapverdischen Frauen zusammen. Ab dem 19. Jahrhundert werden die Batuku-Rhythmen um einen Tanz erweitert. Der Reihe nach stehen die Frauen auf und befreien sich tanzend von ihrem Leid. Dieser Tanz gibt uns Freude und Mut. Der Rhythmus wird schneller, dein Blut erhitzt sich und bringt dir Glücksgefühle. Das lässt dich das Vergangene vergessen. Das Hüfttuch der Pano steht für die Tradition und den Mut der Frauen von Kap Verde. Der manchmal bis zur Trance führende Tanz wird von der Kolonialmacht nicht gern gesehen und daher verboten. Im Süden von Santiago liegt die heutige Hauptstadt Praia. 1858 wird ihr das Stadtrecht verliehen. Seither ist sie das politische, religiöse und wirtschaftliche Zentrum des Archipels. An einem Platz im Viertel Plateau stehen nebeneinander die wichtigsten Gebäude. Es ist ein traditioneller Platz nach portugiesischem Vorbild.
Um diesen Platz war die gesamte Aristokratie und Bourgeoisie versammelt. Und die Leute, die sich nicht im europäischen Stil kleiden konnten, durften den Platz nicht betreten. Alles Afrikanische war untersagt. Selbst unsere Art zu sprechen, unsere Art zu atmen, störte die kolonialen Machthaber. Also mussten wir uns assimilieren, die Kolonialisten imitieren, sie nachäffen. Obwohl der Sklavenhandel bereits abgeschafft ist, beschließen die Behörden 1866 neue Beschränkungen für die Nachkommen der Sklaven. Im Namen der religiösen Moral wird in Praia de Batuku verboten, da er angeblich die öffentliche Ruhe und Ordnung stört. Es gab eine offizielle Verlautbarung. Die Leute störten sich am Batuku, denn das Wort bedeutet auf Portugiesisch trommeln und Krach machen. Außerdem störte sie das Tanzen, denn sie sahen darin etwas Sexuelles. Trotz allem finden die Frauen Wege, weiterhin heimlich Batuku zu tanzen. Wieder gibt ihnen diese Tradition die Kraft, sich den Mächtigen zu widersetzen. In der Vorstadt von Praia erstreckt sich das beliebte Viertel São Pedro über mehrere Kilometer. Hier lebt eine Gemeinschaft charakterstarker Frauen. Sie sind für ihren Humor bekannt. Man nennt sie die Witwen mit dem weißen Kopftuch. Wir hatten alle Ehemänner, aber die meisten sind im Ausland. Meiner ist in Frankreich. Ihre ist untergetaucht. Sie hat einen Freund, aber er ist nicht hier. Und sie sagt, sie habe keinen Mann mehr. Die Männer flattern hier alle davon. 1975 wird Kap Verde unabhängig. Die vielen Dürrekrisen der folgenden Jahre zwingen die Männer, ihr Glück im Ausland zu suchen. Und sie lassen Frauen und Kinder zurück. Die Frauen meistern das Leben alleine. Der Batuku dient ihnen als Ventil. Und in den 80er Jahren werden die Texte immer feministischer. Die Texte sprechen von unserem Alltag. Vom Alltag aller kapverdischen Frauen. Wir wissen, dass das Leben voller Leid ist. Wenn wir von der Arbeit nach Hause kommen, sind wir sehr müde. Aber wenn wir dann zusammenkommen, lachen und scherzen wir. Das lenkt uns ab. Und ohne dass wir es merken, ist schon der nächste Tag. Die Chabeta, die ursprünglich aus Stoff- und Plastiktüten bestand, hat sich zu einem eigenen Instrument entwickelt. Der Lederbezug sorgt für einen besseren Klang. Die Form ähnelt den Trommeln der Ahnen. Die Mädchen, die in den Kreis der Frauen eintreten, werden immer jünger. Ab 6 Jahren kann man mit Batuku anfangen. Manche Mädchen haben es im Blut und müssen einfach mitmachen. Wenn dein Körper es einmal gespürt hat, kannst du nicht mehr von Batuku lassen. Das ist wichtig, denn wir alle sterben eines Tages. Deshalb geben wir es an die jüngeren Generationen weiter, damit sie die Tradition weiterleben können. Sie brauchen es, um stark zu sein. Der Batuku wird niemals sterben. Er lebt für immer in der Seele der Kapverdier.
Auf Sansibar pflegen die Musikerinnen das Erbe des Tarab. Diese traditionelle Musik verändert sich ständig. Wer morgens oft spazieren geht, kennt die Melodien, die an den Ufern von Sansibar erklingen. Der Tarab ist eine Musik der Mestizen. Ein Spiegel der Geschichte von Stone Town, dem pulsierenden Herzen der Inselgruppe. Die Mischung aus orientalischer Intonation, afrikanischen Trommeln und europäischem Akkordeon kam vor anderthalb Jahrhunderten übers Meer. Die Bevölkerung Sansibars hat sie sich zu eigen gemacht. Durch den Tarab wird eine unendliche Palette an Gefühlen ausgedrückt. Im Vordergrund stehen die Frauen und die einfachen Leute. Doch das Zusammenspiel dieser vielen Instrumente wäre beinahe verloren gegangen. Viele junge Menschen in Sansibar hatten den Tarab abgeschrieben. Er war erstarrt, als hätte man ihn ins Museum gestellt. Er hat sich nicht weiterentwickelt. Daue vor Stone Town. Diese arabischen Schiffe mit weißen Segeln befördern seit Jahrhunderten Seeleute und Waren. Sansibar ist ein unabhängiges, florierendes arabisches Sultanat, als im Jahr 1870 Said bin Bargash in seinem Palast hoch über dem Meer zu herrschen beginnt. Er ist ein moderner und musikbesessener Sultan. Er hat während seines Exils Bombay besucht und sich auch im Vereinigten Königreich aufgehalten. Nach seiner Rückkehr und Thronbesteigung bereist er Ägypten und schickt einen jungen Musiker nach Kairo. Mohammed Ibrahim soll den Tarab lernen, denn der hat es dem Sultan angetan. Als er zurückkam, erstellte er eine Liste mit allen für den Tarab unentbehrlichen Instrumenten. Geige, Oud, Kanun, Nai, eine arabische Flöte, Cello und Kontrabass. Diese Instrumente eignen sich hervorragend für arabische Musik, denn wir haben, was man Makam nennt, Modulationen von Viertel-, Achtel- und Sechzehnteltönen. Auf dem Klavier gibt es weiße und schwarze Tasten, also ganze und halbe Töne. Auf der Geige kann man alle Intervalle spielen. Auch Viertel- oder Achteltöne. Um arabische Lieder zu spielen und zu singen, muss man allerdings den speziellen Modus des Makam beherrschen. Die Tarab-Gruppen bestehen aus Männern. Sie treten bei Hochzeiten, Taufen und Geburten der arabischen Elite im Palast auf. Die Texte schwören dem Sultan die Treue, sind aber vor allem Liebesgeschichten. Tarab bedeutet Zauber. Er drückt sich in den Texten etwas schamhaft und geheimnisvoll verrätselt aus. Die Worte hatten einen verborgenen Sinn. Wenn man bei uns über jemanden spricht oder ihn beleidigt, tut man es nicht direkt. In einem Lied konnte es zum Beispiel um Ananas gehen. Wer hat die Ananas gegessen? Oh, das ist eine saftige Ananas, eine sehr gute Frucht. Ananas hier, Ananas da. Aber eigentlich geht es um eine Frau. Es ist also eine sehr indirekte Art, die Dinge zu sagen. Ich glaube, dass es in 80% der Lieder um Liebe geht. Vielleicht sind wir ein Volk, das besonders viel liebt.
Im Jahr 1910 beginnt eine Frau namens Siti Binti Saad den Tarab zu revolutionieren. Sie schafft einen neuen Zugang zu einer Musik, die die Herzen aller Sansibarer erobert. Sie stammt aus einer armen Familie im Süden der Insel und zieht nach Stone Town. Dort überzeugt sie eine Männergruppe, sie zu begleiten, singt für die Elite und nimmt erstmals Platten auf. Die Musik dringt durch die Mauern des Palasts, entweicht durch offene Fenster, wird bis in die Cafés und in die Straßen getragen. Vor allem ist Siti Binti Saad die erste, die auf Swahili singt. Die Bantu-Sprache ist die Sprache der Sansibarer und der arabischen und persischen Seeleute. Im Arbeiterviertel Yangombe ist die Sängerin eine Legende. Said Bai ist Tischler und Kanonbauer. Sie hat auf Swahili gesungen, weil dort, wo sie zur Welt gekommen ist, die Leute Swahili sprechen. Sie hat die arabischen Traditionen aufgegriffen, sie aber angepasst an die Sprache der Einheimischen hier. Damit hat sie sie weiterentwickelt, sodass die Leute sie alle leicht verstehen können. Nach und nach steigert sich das Tempo. Der Tarab nimmt afrikanische Züge an. Swahili-Musiker formieren sich in den Arbeitervierteln von Stone Town. Sie spielen auf provisorischen, selbstgebauten Instrumenten. Eine Holzkiste als Trommel, Kokosnussschalen als Rasseln. Die Kanun ist ein sehr wichtiges Instrument für den Tarab. Wenn sie in der Gruppe fehlt, klingt der Tarab nicht mehr authentisch. Ich selbst hatte nicht viele Mittel. Ich habe also nicht gelernt, zum Beispiel Posaune oder Saxophon zu spielen. Ich wusste genau, dass ich mir diese Instrumente nicht würde leisten können. Ich habe mich deshalb darauf konzentriert, Kanun zu lernen, weil ich wusste, dass ich sie selber bauen könnte. Und mit einem eigenen Instrument könnte ich dann einerseits arbeiten und andererseits auch selber häufiger spielen. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts formieren sich weitere weibliche, männliche und gemischte Gruppen und konkurrieren miteinander. Sie spielen auf der Straße und für ihre Nachbarn. Die Frauen sind die ersten dieser neuen Welle. Sie wird durch Stars wie Siti Binti Saad oder Bi Kidude vorangetrieben. Der Tarab hilft ihnen, sich zu emanzipieren. Sie komponieren, gehen gemeinsam auf Tournee. Sie lassen die Romanzen links liegen und singen über die Schwierigkeiten des Volkes im Alltag. Doch mit Beginn der 80er Jahre spielen die Radiosender nur noch Pop, Hip-Hop und afrikanischen Bongo-Flavor. Dem Tarab gelingt keine Erneuerung. In einem alten Kolonialbau an der Strandpromenade von Stone Town hat Mohammed Issa Haji 2002 eine Schule gegründet. Er stammt aus einer Tarab-Musikerfamilie und möchte, dass ein so wichtiger Teil der Kultur von Sansibar nicht verschwindet. In der Schule werden Instrumente zur Verfügung gestellt und der Unterricht ist allen zugänglich. Für diese Schleife, hört erst mal hin, denn ich merke, ihr seid rausgekommen. Der ehemalige Schüler Tryphone Everest unterrichtet nun selbst. Die Tarab-Musik wäre beinahe völlig verschwunden. Es war notwendig, ja unumgänglich, diese Schule zu gründen, damit der Tarab am Leben bleibt.
und wir hier vor Ort mehrere Generationen gleichzeitig ansprechen können. Hi. Früher gab es die Tarab-Clubs. Sie bestanden ausschließlich aus älteren Leuten, die sich am Abend trafen, um ihre Musik zu spielen. Durch die Schule durften schließlich auch wir jungen Leute auf den traditionellen Instrumenten spielen. Die Schule bewahrt die Tarab-Tradition und lehrt seine von den Pionierinnen geprägte Geschichte. Doch sie ermutigt auch zum Entdecken anderer Stile, Jazz- oder Rockrhythmen, und organisiert Konzerte, damit der neue Tarab auch gehört wird. Der Tarab war voller kryptischer Botschaften und das mochten wir nicht. Wir mögen es direkter. Dank der Konzerte bin ich etwas herumgekommen und mir ist klar geworden, dass die Leute diese Musik kennenlernen wollen. Eine Musik, die typisch ist für unsere Heimat. Heute hat der Tarab in Stonetown wieder an Dynamik gewonnen. Dank der Schule gründet eine neue Generation Gruppen und lässt ihn mit anderen Stilen und Techniken verschmelzen. Siti Amina komponiert, singt und spielt. Normalerweise spielt man die Melodie mit der Oud so. Ich spiele anders. Ich spiele die Akkorde. Siti Amina komponiert einen engagierten Tarab, den sie auf ostafrikanischen Bühnen vorträgt. Sie erzählt von ihren persönlichen Erfahrungen und denen anderer afrikanischer Frauen, ohne Tabus. Es geht um häusliche Gewalt. Das ist meine Geschichte. Aber es ist auch entscheidend, dass ich mich an die Gesellschaft richte. Nicht nur, indem ich davon singe, sondern indem ich Hoffnung spende. Nach dem Motto, so sieht die Realität aus. Aber lasst uns stark bleiben und nach vorne schauen. Der Tarab zeigt Sansibar in all seinen sozialen und musikalischen Facetten. Nach seiner Krise ist es gelungen, ihn wieder mit der jungen Generation in Verbindung zu bringen. Die Melodien speisen sich jetzt aus anderen Quellen. Der Tarab bewegt sich und andere und er verkörpert nach wie vor die Vielfalt von Sansibar. Mit diesen Klängen verabschiede ich mich. Bis morgen.